Dummer Bocklin, Acker, Schneile und ich haben uns gegenseitig in Wii Party gefetzt. Wer sammelt in kürzester Zeit mehr Geld ein und es wird spannend. Fokus? Wind? Oh nein, shit! Nein! Yes, sir? Scheiße, Alter. Oder so, ich hasse das. Oh! 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 Oh, Bro, wirklich jetzt? Uff. Stark, ne? Wir sind richtig stark, deswegen sollten unsere Gegner auch stark sein, weil wir brauchen eine Challenge für Sieger Sigmas. Are you ready, kids? Yeehaw! Moin, Freunde! Mein Name ist David mit dem einzig wahren Umlaut. Euer Showmaster mit einem Umlaut. Mit dummer Blockblin, aka Schneider. Yeah, 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 es geht. Yeah, aka Johnny Sins, aka Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Keine Ahnung. Ich wollte lustige Namen nennen. Also, wir sind heute im einzig wahren Casino unterwegs. Unsere großen Vorbilder Knossi und Monte machen das andauernd vor. Und dementsprechend haben wir das heute auch mal gemacht, dass wir zusammen ins Casino gehen, um unser ganzes YouTube-Money zu verzocken. So macht man das. Einzig gute Investment. Also, ich weiß nur noch, dass wir uns irgendwie betteln, wer am Ende die meisten Münzen hat oder so, ne? Ja, das ist logisch. Aber wie das genau funktioniert, ist, glaube ich, ein bisschen wie Mario Party einfach, oder? Safe. Also, man spielt einfach Minispiele und der Gewinner darf dann irgendwie drehen oder so. Ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich drehe erstmal direkt die erste Runde. Rolltreppen, Rolltreppen, Roll, Roll, Rolltreppen. Nein! Das fängt ja gut an. Sieht aus wie mein aktuelles Aktiendepot. So viel schlimmer kann es ja nicht laufen. Ah, in die andere Richtung kann man auch drehen, das ist funny. Anscheinend, ich wusste ja nicht, in welche du gedreht hast. Nein, oder? Nein. Yes, okay. Willst du mich hops nehmen? Du hast... Nein, in den Jackpot. Ah, in den Jackpot, okay. Ich glaube so, genau. Ich glaube, die gelben Felder heißt, dass es in den Jackpot kommt und die blauen Felder heißen, dass man es selbst bekommt. Ah. Ja, guck, da steht auch Jackpot und da steht Münzen. Und ja, die genau. Roten, das wird einfach von mir abgezogen dann. Okay. In die andere Richtung, vielleicht bringt's Glück. Lol, ich dachte, es kommt automatisch ein Minispiel, aber man kann ja einfach weiterdrehen. Ach, wir müssen aufs Feld kommen. Okay. Komm, mach mal ein Minispiel. Wir brauchen Action. Oh nein, das wird knapp. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh, okay. Herzinfarkt. Okay, plus 500 wieder, easy. Junge, Fritz hat schon wieder 300 gewonnen, Alter. Ja, ist langsam, ganz ehrlich, lass uns Fritz von der Insel wählen. Den Sack. Komm schon, Minispiel. Mini. Ja, nein! Ah! Junge, scheiß auf den Jackpot, der bringt mir nichts. Das ist richtig kräftig. Kräftig und schmächtig. Oh, wow, man kann überhaupt nicht kräftiger machen als sonst. Ich dachte auch, das ging mehr. Okay, Digga, hör auf, den Jackpot zu klauen. Am Ende der dritten Runde ist gameplay-technisch echt nie viel passiert. Wir hatten kein Minispiel und der Zwischenstand war, Daisuke hat 500 Punkte, Franz der Süße 1100, ich 200, weil mir so ein bisschen was abgezogen worden ist und Leon 1100 ebenfalls. Doch dann geschah endlich das. Ja, ja, ja! Yes, ja! Yes, 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 endlich, okay. Erste Runde spielen wir um den Jackpot, Friendos. Let's go. 2100 Münzen kann man gewinnen. Oh Gott, warte, Tempo-Golf? Was ist denn Tempo-Golf? Locht so viele Bälle wie möglich ein, bevor die Zeit abläuft. Das tue ich auch immer in meiner Freizeit. Fokus? Wind? Oh nein, shit! Nein! Nein! Oh mein Gott. Das hat viel mit Feingefühl zu tun. Yes, sir? Du Scheiße, Alter. Das wird heute wieder nix. Das ist dieses andere Tempo-Golf-Ding. Ah, okay. Nein! Okay, der müsste drin sein. Ich hab den Dreh raus. Denn Leon ist nicht dumm. Genau. David, Ansgar und Ready MC kommandieren ihn herum. Yeah! Scheiße. Ja, ich hab's leider zu spät gecheckt. Yo, same. Ich hab's leider same. Zu spät gecheckt. Die guten Zeiten. Yeah, Gast A. Yeah. Gast A ohne Umlaut. Ich bin Gast A. So, jetzt erstmal alles weitere im Casino verzocken. Aber der Tanz kommt mir sehr bekannt vor. Stimmt. Okay, 500 werden reingeworfen und ich bin gespannt, verändern sich jetzt die Felder? Nein. Ich glaube, es sind in den letzten drei Runden oder so. Okay. Oder nach der Hälfte. Okay. Ja, komm, echt, Fritz ist... Nein, ach komm. Das in jeder Runde, wo er dreht, bekommt er... Also echt, ich gönn's Fritz nicht. Ich gönn's Fritz einfach nicht. Oh, ja, schon wieder? Ich hab Bock, Digga. Nice. Ich hab Bock. Okay, jetzt 200 Münzen. Aber nur 200 Münzen ist halt lame. Ja, eben. In dem nächsten Minispiel geht es darum, so schnell wie möglich in die Mitte zu kommen. Jedoch verändern diese Bodenplatten die Steuerung des jeweiligen Spielers. Ja gut, beidhändig müssen wir es halten, ne? Oh, fuck. Boah, das wird jetzt ultra verwirrend. Okay, komm schon, Baby, komm schon. Uff, nein!
so! Ja, okay. 200 Münzen gönne ich dir mal, Bro. Warte, kann man auf jeden Fall... Das war okay für mich. Kann man auf jeden Fall mal klatschen. Wenn du immer noch mit 2000 Münzen führst, da kann man auch schon mal gönnen. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wohin mit dem Geiz? Ich hab's auch damals geliebt, wenn man irgendwie mit Kollegen so einen Zockerabend hatte. Und dann hat einer glasklar geführt und immer dieses Abgehobene dahinter. Bei Monopoly ist immer richtig eklig. Ey, Monopoly, ganz ehrlich, Hassgame. Liebe Monopoly. Es ist geil, aber wenn du in der ersten Runde... Du arbeitest bei der Bank, du kannst Monopoly nicht hassen. Stimmt, da hast du recht. Ich liebe Monopoly. Hallo? Ich liebe es. Alright, next Minispiel! Oh, das war geil, das war geil. Also es war halt Glück, aber... In diesem Minispiel muss man als Spieler als erstes die Treppe emporsteigen, wo man eine 1, 3 oder 5 wählen kann. Man darf nicht dieselbe Zahl wie der Mitspieler wählen, ansonsten darf man keine Treppenstufe hochgehen. Dieses Setting irgendwie, dieser Ära einfach, so ein bisschen wie nennt man das? Ein bisschen wie dieses Windows XP-Hintergrundbild, weißt Stimmt, du? Stimmt, hat schon so ein... Ja! Zocken, oh, zocken, nice. Zocken, zocken, zocken. Oh mein Gott, ja, man darf nicht dasselbe haben. Ich liebe solche Minispiele. Oh! Oh, ja, so viel das sind. Das ist alles Psychologie. Das ist alles Psychologie, Jungs. Das ich sag's ist pure euch. Psychologie an der Stelle. Und Gier. Und Gier. Beides, Digga, beides. Okay. Oh, ich bin so nervös, ne? Yes! Ah, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Junge, Fritz hat mich sogar überholt. Hallo da. Fritz darf nicht gewinnen. Der kriegt immer nur... Er kommt aufs Feld yes. drauf. Oh mein Gott, ich hab gewonnen, oder? Ja, du hast gewonnen. Okay, krass. Okay, 1,8 ist auf jeden Fall schon ordentlich. Aber die Bots sind schon auf schwer, oder? Ja, die Bots sind auch sehr schwer, Freunde. Ah, Radwechsel. Radwechsel. So. Kannst du das R richtig rollen? Warte. Ratte, ey, klar kann ich das. Krass. Vor allem, ich bin halb Osteuropäer und kann's nicht. Das ist cringe. Rrr, Jackpot. Apropos, Great. Hast gesehen, jetzt gibt's ein Jackpot-Feld, dann bekommst du das Geld einfach so. Graphic Design ist my passion. So sieht das Feld aus. Alles gut. Wann kam das Game? 2.8 oder so? Ah, oh, nehm ich. Ah, nee, ich hab noch nicht gewonnen. LOL! Okay. Gewinne, keine Nieten. Nein, komm, gönn. Yes, okay, immerhin. Digga, vor allem David, wow, es gibt so ein Jackpot-Feld. Leon, Doppelpunkt, bumm. Oh. Oh nein, da habe ich aus Versehen das Game geschlossen. Ah, so ein Jammer aber auch. Okay. Boah, Münze einfach halb. Junge, der fehlt die ganze Zeit schon. Boah, jetzt wird's böse. Aber egal, wenn du nicht viel hast, tut halbieren auch nicht so weh. Ja, das stimmt. So langsam macht der Junge mich ab. Ich meine, ich habe inzwischen sogar mehr Glück als Fritz, aber ist egal. Oh. Ah. Fritz sieht so richtig aus wie so ein ekelhafter reicher Schnösel. An alle Zuschauer, die Fritz heißen, ne? Entschuldigt euch in den Kommentaren. okay, 4 Spieler okay, ist nice. Okay. Ja, okay. Habe ich die Chance, meinen Gewinn wieder zu gewinnen. Oh, kennst du das noch? Ich erinnere mich. Einfaches Prinzip, im nächsten Minigame geht's einfach nur darum, vor Zombies abzuhauen, um zu überleben. Boah, das ist echt ein legendäres, das habe ich geliebt als Kind. Junge, die Links reißt aber ganz schön groß im Maul auf, ne? Oh shit, einer ist schon mal raus. Fühlt sich ein bisschen an wie Minutenpacken in der Schule. Was ist Minutenpacken? Ich habe Minutenpacken gehasst. Man hatte 5 Minuten, ein gegnerisches Team zu packen. Oh shit. Die können gerne hinter dir herbleiben. Junge, ist wie so eine Schlange, Alter. Ich dieses Jahr auf der Gamescom. Hashtag nur abgehoben. Ja, als ob Gamescom stattfinden wird. Glaubst du, Gamescom wird stattfinden? Nein. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, über Themen zu reden. Das dauert ja noch ein bisschen. Ey, guck mal, was hast du heute gegessen? Wir können ja ein bisschen über unser Frühstück reden. Ich habe aktuell immer nur eine Mahlzeit am Tag und ich habe eine Nudel mit Pesto gemacht. Sehr, sehr nice. Wie kommst du? Ja, sehr nice. Du bist ja auf Diät, oder? Ja, so halbwegs. Also wenn ich richtig auf Diät wäre, hätte ich nicht Nudeln mit Pesto gegessen. Ja, das stimmt. Ja, weil wir einfach noch Nudeln hatten. Und ich dachte mir so, ey, Nudeln mit Pesto, let's go. Bevor ich mir irgendwas selbst mache und dann was anderes weggeworfen wird, ne? Ja, kann man auf jeden Fall mal machen, ne? Ja! Was? Ernsthaft jetzt? Das war ein Okay, wow. Ich dachte irgendwie weiter hinten. Also, wir merken uns, Freunde, wenn ihr in der Zombie-Apokalypse seid und mir begegnen solltet, schließt euch mich an. Sprachen lernen. Dir, Geringverdiener, sei es gegönnt. Dankeschön. Aber ich fühle jetzt wieder. Ja? Scheiße. Diese Tanz. Oh shit, das ist schon echt ein nices Game. Oh, jetzt sind schon 1000 im Jackpot. Okay, nice.
Digga, das ist... Daisuke, wenn du Geld brauchst, kannst du mir ruhig Bescheid geben. Nein, okay. Oh, okay. Bruder, Squid Game. Das ist interessant. Ja, sehr schön. Tja, Fritz. Das sind nochmal 700 in den Jackpot. Alter, der Jackpot wird jetzt ganz schön unfair. Bei meinem nächsten Dreh wurde es ziemlich interessant. Alles gut. Oh, gegen wen? Wahrscheinlich gegen mich. Kann ich mir jemanden aussuchen? Ja, okay, Bro. Fürs Entertaining. Ja, nein, logischerweise. Und außerdem führe ich. Oh nein! Oh nein! Lockt die Schafe mit Hilfe der Glocke in euer Tor. Versucht so viele Schafe wie möglich auf eure Seite zu bekommen. Hey, yo, yo, meine Gefolgt-Linge oder was auch immer. Komm mit. Abonnenten, kommt. Ihr Abonnenten-Schäfchen. Ihr Schlafschafe. Abonniert den Kanal! Abonniert den Kanal! Oh, Jordli, Jordli. Junge, jetzt geh doch rein, Alter! Ihr dreckigen Säcke! Jordli, Jordli. Jordli, Jordli. Jordli, Jordli. Yes! Was? Nein, was? Hä? Oh mein Gott, was ist ja mehr? Boah, das war richtig eng. In den letzten 5 Sekunden habe ich das Ding nochmal gedreht. Wieso habe ich denn falsch geguckt? Alter, ich hab irgendwie gedacht, ich habe 13. Also, ich habe schon im richtigen gespielt, so, aber. Wieso habe ich denn gedacht, ich habe 13? Oh, scheiße. Du kommst die Hälfte meiner Münzen. Alter, dein Ernst jetzt. Okay, 4,5K. Nach all den Days. Dass jeder einfach gewinnen kann. Auch zum Ende des Games denn noch. Oh mein Gott, jetzt geht's um die Wurst. Oh, das war so ein geiles Game. Im letzten Spiel heißt es Swing Dein Ding. Du musst die Wii-Family umschütteln, um im richtigen Moment den Fußball zu treffen. Gott, ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Okay, okay. Hui! Nein! Als Kind konnte ich das übelst krass. Stellen Sie zum Glück Scheiße an. Nein, hä? Scheiße, was? Hä, das war doch ultra knapp. Ich check's nicht, Digga. lass mal bitte nicht jemand anderen gewinnen, okay? Das war ja mega cringe. Ja! Okay, okay. Oh mein Gott, das ist Druck pur. Junge, scheiß mal auf die Weltmeisterschaft. Ja, die Großen sind einfach verfangen. Ja. Okay, oh mein Gott. Ich glaube, das ist echt Trainingssache, Digga. Every day, every night Training. Okay, okay. Nein! Du hast gewonnen. Ich darf keinen Fehler machen. Oh nein, guck mal, das ist Steffen am Ende. Das ist Steffen mit Daisuke. Oder teilt ihr euch das jetzt? Das wäre mega wack. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre mega wack. Lol, ihr teilt euch das echt. Oh, wie langweilig. Oh, ey, das... Ja, aber ey, er hat die ganze Zeit hinten gelegen, also ist okay. Es sei ihm gegönnt. Er ist jetzt, glaube ich, vor Fritz. Fritz hat, glaube ich, nur noch 1000 oder so. Jo. Boah, Bruder, hättest du gewonnen, wärst jetzt im... Nee. Also der hat sogar nur 700, lol. Ja. Ja, okay, es wird sehr spannend. Es wird noch sehr spannend. Oder so, ich hasse das. Training. Ein paar Sekunden später. Oh nein, komm schon. Nein. Oh, Bro, wirklich jetzt? Stell dir vor, jetzt am Ende, Fritz gewinnt und weil er den Jackpot jetzt gleich bekommt. Hey. Okay, jetzt geht's um die Wurst. Der Jackpot. Im nächsten Minispiel geht es um über 6000 Münzen und dort heißt es, wer dem anderen als erstes auf die Fresse haut, hat gewonnen. Ich glaube, oh, yes. Friss meine Faust, nein! Du hast jetzt beide gleichzeitig. Zwei Schlag, hä? Boah, ich war so scheiße davor. Du hast so voll auf den Leere geschlagen einfach, Junge. Ey, Bro, du hast meine Taktik am Anfang durchschaut. Ich gehe immer instant am Anfang zu irgendwen hin. Ich war nicht sicher, ob es einen nur zurückbumpt. Also wie so, ein bisschen wie so, oh. Wie heißen die Dinger? Ich war nicht sicher, ob es einen nur zurückbumpt, wie so bei Bullies aus 3D-Marios. Ja. Oder ob es halt einen direkt weghaut. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es erstmal schlauer, in der Mitte zu stehen, damit man nicht ganz runterfliegt direkt am Anfang. Aber es ist ja egal, wo man stand. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ich darf das bitte nicht mehr verlieren. Oh, Bro, das ist... Ja, aber hey, GG an der Stelle zum verdienten Sieg, ne? Dankeschön. Ja, okay, auf dem dritten aber Platz. Aber Hauptsache Fritz ist letzter. Verdient. Das ist worauf es mir anmacht. Weißt du, jetzt müssen wir ihn auch nicht mehr abstechen. Du kannst gar nicht mehr genug bekommen von Neon und mir. Dann schau dir jetzt auf jeden Fall das WePlay-Video an, welches wir für seinen Kanal aufgenommen haben. Du musst nur hier oben aufs Video klicken. Ich wünsche dir viel Spaß und abonniere uns beide. Yeah.